Reik, du bist ja von der Ausbildung Arzt, aber wir treffen uns hier über Geschichte. Warum? Warum nochmal am Anfang, warum ist das aus deiner Sicht so wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen? Und zwar nicht mit Issus-Keilerei 333 ja. und so weiter oder 753 Romkoch aus dem Ei, sondern mit dem, was wirklich abgelaufen ist. Naja. Und natürlich in dem Warum. Ja. Warum enthält man uns das vor? Also wie kommst du dazu, ja, dass du dich als Arzt naja, mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast? Also bei der Medizin geht es ja um den Menschen. Und bei der Geschichte geht es ums Menschsein, könnte man sagen, beziehungsweise um die Entwicklung der Menschheit oder auch die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und wenn wir die Situation, in der wir uns heute befinden, und ich glaube, jeder hat langsam begriffen, dass wir uns in einer globalen Systemkrise befinden, in allen Bereichen kriselt es, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt das her? Und das können wir nur, wenn wir den geschichtlichen Kontext kennen. Das heißt, wenn wir die Entwicklung der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende davor mal uns genauer anschauen, und zwar nicht das, was uns immer offiziell erzählt wird, sondern wirklich hinter die Fassade schauen. Und erst dann können wir verstehen, wie die Entwicklung gelaufen ist, ob wir vielleicht vor einiger Zeit, ich sage mal, falsch abgebogen sind mit der gesamten Gesellschaft in der Entwicklung und inwieweit wir jetzt an diesem Punkt sind, wie wir da hingekommen sind und natürlich auch, inwieweit wir in die Zukunft uns entwickeln wollen als Gesellschaft. Weil letztendlich, die Gesellschaft wird gelenkt, das ist klar, aber letztendlich muss die Mehrheit der Menschen entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Es werden also verschiedene Angebote gemacht. Und wenn die Menschheit nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, auf gut Deutsch, dann ist es keine wirkliche Wahl. Eine wirkliche Wahl bekommst du erst, wenn du die Hintergründe kennst. Und du bekommst auch wirklich Kraft und Anschluss an die Ahnen, wenn du die Geschichte kennst, wenn du unsere Herkunftsgeschichte kennst. Und insofern hat für mich, ich habe zwar mit der Medizin angefangen und habe mich mit dem Menschsein viel beschäftigt. Mich hat damals interessiert, wie man gesund, lange, glücklich leben kann, wie man gesund 100 Jahre alt werden kann. Und dann kommst du von einem zum anderen. Also ich war ein Mensch, ich bin immer noch ein Mensch, der, wenn er Themen wirklich interessant findet, richtig in die Tiefe bohrt. Also ich bin ein Tiefbohrer in dieser Hinsicht. Mhm. Und ich lasse mich da auch nicht von irgendwelchen Tabus oder irgendwelchen Dogmen abschrecken, sondern ich gehe da richtig rein. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es für mich schlüssig, jetzt habe ich die Antworten, die ich eigentlich intuitiv gespürt habe, dass ich sie auch dort finden kann, gefunden, dann ist es für mich eigentlich der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt kann ich auch mal darüber was erzählen und vielleicht auch anderen Menschen auf diese Art und Weise Ängste nehmen. Weil mir hat es sehr geholfen, in meiner eigenen Entwicklung Ängste zu verlieren, besser zu verstehen, wo wir uns heute befinden. Und natürlich auf der Grundlage kann ich auch für mich ganz anders, sag ich mal, entscheiden und auch bestimmte Entwicklungen, die vielleicht noch kommen könnten oder die wir vielleicht auch alle anstreben sollten, ich sag mal, besser vermitteln oder auch besser darlegen. Ja? Also diese Klarheit, die mir einfach gefehlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe in so einem Nebel gelebt. Aber ein Gefühl war da, dass irgendwas hinter dem Nebel sein muss. So ging es mir. Und ich höre das von vielen Menschen auch, dass sie sich ähnlich gefühlt haben, also dass sie gespürt haben, irgendwas ist hier komisch, ich fühle mich gar nicht so richtig hier verankert oder verwurzelt in dieser Gesellschaft. Und das tragen sie ihr ganzes Leben mit sich rum. Und ich habe das auch gehabt und ich bin halt diesen Fragen nachgegangen. Und ich dachte, du fängst mit Medizin an, weil in der Medizin lernst du erstmal den Körper kennen. Du lernst, was Krankheit ist, was Gesundheit ist, was du machen kannst, um Krankheiten zu vermeiden, was du machen kannst, um gesund zu bleiben. Und dann kommst du irgendwann. Das lernt man tatsächlich im Medizinstudium? Naja, im Zweitstudium. Gesund, wollte ich gerade sagen. Im Zweitstudium. Ja, im autodidaktischen Zweitstudium habe ich dann diese Sachen für mich gelernt, zumindest die Fragen, die ich offen hatte. Und ich bin dran geblieben. Und dann kommst du irgendwann, ich hatte ja schon mal gesagt, als ich über die Schriften von Lothar Göring gestoßen bin oder gestolpert bin, ging es dann mit Atlantis weiter. Dann habe ich verstanden, okay, es gab schon mal eine andere Art von Heilkunde mit Kristallen, Pyramidenenergie. Und dann ging es einfach munter weiter. Und dann habe ich gemerkt, die Geschichte, so wie wir sie derzeit kennen, haut ja vorne und hinten nicht hin. Uns wird da irgendwas erzählt, ja, immer nur Kriege und irgendwelche Könige kamen und gingen und so weiter und Revolution und plötzlich waren wir irgendwie entwickelt, hatten plötzlich das Auto, sage ich mal so, diese Entwicklung. Und ich war misstrauisch, muss ich sagen. Mhm. So, und dann habe ich einfach mich mehr mit dem Thema beschäftigt und dann kommst du und automatisch. Und derjenige, der dich da am meisten offensichtlich inspiriert hat, ist ein Russe gewesen, Anatoly Fomenko, ich halte es mal in die Kamera, History, Fiction or Science. Also ist das eine Fiktion oder ist es wirklich Wissenschaft? Ja. Es ist Teil 1 von 7? Von 7 Bänden, zumindest, das ist eine 7er Serie, aber der Mann hat noch viel mehr Bücher geschrieben, also ich glaube über 20 noch weitere Bücher. Er ist eigentlich von Haus aus Mathematiker, lebt doch noch.
Und ja, der hat mit mathematischer Methodik, die er auch mit seinem Team zusammen entwickelt hat, im Grunde die geschriebene Geschichte analysiert und ist dabei auf sehr viele Widersprüche gestoßen und konnte sie aber auch, das hat er jahrzehntelang gemacht, also angefangen haben sie so etwa 1973, konnte er viele Widersprüche auch auflösen und dadurch hat sich eine komplett neue Chronologieachse ergeben. Man muss ja wissen, die Geschichte ist ohne das Jahreszahlengerüst, ist es eine, man könnte sagen, eine weiche Wissenschaft. Man braucht das harte Zahlengerüst, an dem man im Grunde Dinge eichen kann. Altersbestimmungsmethoden, genauso wie auch bestimmte, ja, ich sag mal, Herrscherdynastien, Gebäude, Artefakte, die man findet, was auch immer, Münzen. Man muss sie ja irgendwo einsortieren können, an irgendeiner Achse, an irgendeiner Zahlenachse. Wenn man aber feststellt, dass diese Achse gefälscht ist oder dass sie, ich sag mal, künstlich extrem gedehnt wurde, sodass uns heute in der Schulbuchgeschichte eine viel zu lange Geschichte erzählt wird. Man könnte sagen, ein Märchen wird uns erzählt, ja, das also wesentlich länger ist als die real stattgefundenen Ereignisse, die also stattgefunden haben, also die abgelaufenen Jahre, könnte man sagen. Und das, was in der geschriebenen Geschichte steht, ist halt zigmal so lang. Ja. Wir können ja vielleicht mal, ich habe ja ein paar Abbildungen vorbereitet, um das wirklich anschaulich zu machen. Das war erstmal so den Einstieg in dieses Thema der Chronologiekritik bzw. der neuen Chronologie bekommen. Und das ist etwas, das ist die herkömmliche Chronologieachse. Nach Scaliger und Petavius. Also das ist so das, was man in jedem normalen Geschichtsunterricht oder Universitätsstudium lernt. Also wir hatten eine Urgeschichte vor etwa 4000 vor Christus, dann kam das Altertum, die Antike bis 500 nach Christus, das Mittelalter bis 1500 nach Christus und dann die Neuzeit. Mhm. Und dann entsprechend die alten antiken Kulturen wie Ägypten, die Sumerer, das antike China, Indien, Persien, Griechenland, Römisches Reich und so weiter. Mittelalter entsprechend, ja, mit den ganzen Germanen und Völkerwanderungen und Kreuzzüge und ganzen Reichsgründungen und so weiter. Und dann halt in der Neuzeit ging es dann um den Humanismus, Renaissance, Entdeckung, Kolonialismus, aber eben auch Zeitalter der Kriege, Zeitalter der Revolution, Imperialismus, Industrialisierung, Napoleon und so weiter. Das ist so das normale Fenster, in dem wir uns bewegen, etwa 6000 Jahre. Ja. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt da eintauchen, das Thema tiefer, dann wird man schnell feststellen, dass da vieles nicht so richtig hinhaut. Ja. Und wir können ja vielleicht, um erstmal überhaupt in das Thema der Chronologie, der neuen Chronologie einzutauchen, uns auch nochmal mit der nächsten Abbildung vielleicht erstmal so ein bisschen in dieses Thema, wie ist es überhaupt entstanden? Weil es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt irgendwas ausgedacht hätte. Ja? Und auch der Fomenko hat sich ja nicht irgendwas ausgedacht, sondern es gab ja vor ihm schon sehr, sehr, sehr viele bekannte Gelehrte, die festgestellt haben, dass die offizielle Geschichtsversion nach Scaliger und Petavius, zwei Jesuiten, also die quasi im Auftrag der Kirche gearbeitet haben, dass da sehr viele Widersprüche sind. Ja, und man kann im Grunde die Entstehungsgeschichte dieser neuen Chronologie, die jetzt von Anatoly Fomenko mit seinem Team begründet wurde, im Grunde in 6 Phasen einteilen. So, das habe ich jetzt mal hier tabellarisch gemacht. Ich gehe die mal nur kurz durch. Also die erste Etappe, die fing schon im 16. Jahrhundert an. Da waren dann auch Leute vertreten, wie zum Beispiel Wilhelm Kammmeier oder Immanuel Wilikowski. Ja? Also alles Leute, die, also Wilikowski war übrigens auch Arzt und Psychotherapeut und hat sich dann auch nachher nur noch mit Geschichte beschäftigt. Also auch ein interessanter Werdegang. Mhm. Kammmeier, der hat ja auch herausgefunden, dass zum Beispiel die mittelalterlichen Urkunden alle gefälscht waren, dass es auch keine Originale gibt und dass sie auch falsch datiert waren. Und dann gab es noch Isaac Newton zum Beispiel, war auch natürlich kennen wir auch alle newtonsche Physik und so weiter, aber der hat sich auch mit Chronologie beschäftigt, beziehungsweise mit der gefälschten Chronologie und hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, diese ganzen Vertreter, und es gibt noch wesentlich mehr, also ich weiß nicht, ich war erstaunt, wie viele Menschen sich überhaupt mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Und man kann ja nicht sagen, dass es alles Dummköpfe waren, weil das waren alles hoch angesehene Menschen, aber die haben offensichtlich verstanden, dass in der herkömmlichen Chronologie irgendwelche Widersprüche enthalten sind. Das heißt, die haben mehr oder weniger so Fragmente erkannt, dass irgendwas nicht stimmt mit der Chronologie, allen voran auch mit dem Mittelalter und mit den Datierungsmethoden. Dann gab es eine zweite Etappe, das war die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da war ein Russe sehr wichtig, der hieß Nikolai Morozov. Und der war schon so jemand, der hat schon ein bisschen mehr wissenschaftlich das Ganze ist er angegangen, mit Methodik. Und dann kam ja natürlich der Zweite Weltkrieg und dann UdSSR und also diese Blockbildung. Und dann war erstmal in Russland auch finito mit Geschichtschronologie, Forschung und so weiter. Das heißt, es gab eine Zensur, sehr lange, bis etwa in die 70er Jahre. Parallel dazu wurde im Westen dann aber die Katastrophentheorie von dem Immanuel Wilikowski angenommen. Das heißt, also der geht davon aus, dass unsere Geschichte nicht kontinuierlich gleichmäßig verlaufen ist, sondern dass es immer mal wieder
große Resets gab, Katastrophenereignisse. Du nimmst schon das von Klaus Schwab in den Mund. Naja, The auf Great jeden Fall Reset. Rückstellungen. Die Gesellschaft wurde durch irgendein schweres Ereignis, es kann eine, also er geht von irgendwelchen Naturkatastrophen aus, also hat auch Bücher darüber geschrieben, Planeten oder Welten im Zusammenstoß und so weiter. Also wo es also wirklich heftige Katastrophen gab mit Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so weiter, Meteoriten, die runtergekommen sind. Das heißt also, unsere gleichmäßige Entwicklung, wie uns das im Grunde das kirchliche Geschichtsbild vermitteln will, gibt es so offensichtlich nicht. Es gibt genügend Hinweise, dass es immer mal wieder heftige Ereignisse gegeben haben muss. Also nicht nur die Pest. Nicht nur die Pest. Erzählt, ja. So, und das war also im Grunde, im Westen wurde dann also diese Theorie angenommen, im Osten war Schweigen. Bis dann in den 70er Jahren, dann kam der Anatoly Fomenko, ein Mathematiker von Natur aus. Und der hat sich eigentlich gar nicht für Geschichte so interessiert, aber der hat mit Hilfe eines Werkes von diesem besagten Morozov ein Problem der Himmelsmechanik lösen können. Mhm. Und dann hat er gemerkt, oh, da ist mehr dran. Und hat sich dann angefangen, in dieses Thema mehr einzuarbeiten, hat noch einen befreundeten Professor auch gebeten, mal Vorlesungen über das Werk von dem Morozov zu machen. Und dann hat er dann quasi ein kleines Team um sich geschart und dann haben die angefangen, entsprechend die Chronologie aus der angewandten Mathematik zu betrachten und haben auch eigene Methoden entwickelt, um die geschriebene Geschichte, also die entsprechenden Werke wie Bibel, Koran, Edda, auch die offizielle Scaliger-Version, die haben das alles analysiert mit diesen mathematischen Methoden und haben dann auch angefangen, nach und nach auch entsprechende erste wissenschaftliche Publikationen in den 80er Jahren zu machen. Und das ging dann 80er bis 90er Jahre, haben sie dann immer mehr veröffentlicht. Das war sozusagen die fünfte Etappe. Und in der sechsten Etappe, ab den 90er Jahren, haben sie dann die ersten Bücher veröffentlicht. Mhm. Also wo es dann auch nicht nur in einem wissenschaftlichen Zirkel im Grunde diskutiert wurde mit irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sondern auch populärwissenschaftlich. Das heißt also auch für das allgemeine Volk. Und so sind dann nach und nach diese Werke entstanden. Ja. Und was die da geschrieben haben, also die Fülle, das ist einfach unglaublich. Ja, der hat ja auch noch in der Mathematik etliche Bücher geschrieben. Also für mich ist es, der Mann ist ein Phänomen. Ja. Also es ist also auch so eine Art moderner Universalgelehrter. Ja, also er hat sich in der Mathematik also sie gibt es doch noch. Scheinbar schon, ja, wenn man sich offensichtlich mit den richtigen Sachen beschäftigt, nicht nur mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich mit den Methoden und mit dem Hintergrundwissen oder diese Konzepte, die sich hinter bestimmten Dingen verbergen. Wenn man die kennt, kann man natürlich vieles leichter zusammenbringen. Und das hat er offensichtlich geschafft. Und im Grunde erst so ab den 90er Jahren wurde auch dieser Begriff der neuen Chronologie von ihm geprägt. Und so ist mal jetzt im Schnelldurchlauf das Thema entstanden. Natürlich sind die Werke, weil sie damals noch auf Russisch geschrieben wurden, hier nicht bekannt gewesen. Und das Interessante ist, habe ich auch schon in anderen Bereichen festgestellt, dass quasi der europäische Raum irgendwie übersprungen wird. Und das heißt, die Werke wurden dann ins Englische übersetzt. Mhm. Das heißt, wir leben hier in Deutschland vor allen Dingen in so einer Art mentalen Käseglocke, kriegen nichts mit. Das ist auch in der Medizin teilweise so, dass wichtige Publikationen, die wurden dann irgendwie in Amerika in einem Militärbuchverlag auf Englisch veröffentlicht, anstatt das auf Deutsch zu veröffentlichen. Ja. Und daran sieht man, wenn man sich auch mit Medizingeschichte beschäftigt oder eben mit solcher allgemeinen Geschichte, dass wir richtig ausgespart werden hier. Wir werden richtig wie ahnungslos gehalten. Kommt mir hier sofort die Assoziation, dann kommt es vielleicht auf die Deutschen erst recht an. Wenn sie denn mal wach werden. Ja, ich meine, aber wenn man ausgerechnet den Deutschen das vorenthält, früher war es so in Biologie, eine Summary oder Abstract, das wurde in Biologie, soweit ich weiß, und Philosophie immer in Deutsch. War die also Wissenschaftssprache bis Ende des Zweiten Weltkriegs, war die Wissenschaftssprache Deutsch in der Welt. Genau. Ja. Und jetzt hält man uns unter einer Käseglocke, einfach von den Publikationen. Ja. Aber das Warum, da kommen wir ja dann noch. Kommen wir noch zu. Da kommen wir noch dazu. Können wir mal so ein bisschen spekulieren. Ja.